haben wir nächstes Jahr ein Schulkind. Und daher würde ich mir natürlich wirklich Fokus auf die Grundschule wünschen, gerade auch auf die Nachmittagsbetreuung, weil ich zum Beispiel so ein Fall bin, ich würde gerne meine Stunden aufstocken auf Arbeit, aber kann es halt derzeit nicht, weil die Nachmittagsbetreuung einfach nicht die Qualität hat, die ich mir derzeit vorstelle. Naja, es geht um diese Toiletten, denke ich, ne? Diese Toiletten, die inklusiv verkauft werden. Ich glaube, darüber müssten wir nochmal nachdenken, was inklusive WC-Anlagen für euer Team bedeuten. Also ich denke, dass wir einfach mehr Raum brauchen, mehr Platz brauchen, damit wir alle bedienen können, die ihre Notdurft hier verrichten müssen. Nee, das Einzige, was man sich wünscht, ist halt Frieden auf der Erde. Ne? Das ist das Allerwichtigste, finde ich. Dass sich die Stadtvertretung doch möglichst mal einigen könnte auf einige wichtige Projekte, die wir hier in der Stadt vorhaben. Ganz besonders hervorheben möchte ich die Schule. Die Schulen, die immer wieder viel diskutiert werden, aber es kommt zu keinem Ergebnis und vor allen Dingen zu keinem Neubau. Finde ich sehr erschütternd. Mehr Geschäfte offen und nicht nur die Schaufenster zugeklebt. Das wäre besser für die Stadt. Naja, dass die Projekte, die die Stadt Eutin sich vorgenommen hat, auch wirklich verwirklichen kann. Ne? Denn es steht ja eine ganze Menge auf dem Programm. Ob es jetzt die Freilichtbühne ist, ob es der Sportplatz oben ist. Und was natürlich ganz wichtig ist, das sind die Schulen. Ne? Ja, gucken Sie mal, wie Sie es umgesetzt kriegen. Erzieher gibt es einfach zu wenig. Und das ist jetzt gerade echt ein Problem mit den Kindergartenplätzen. Das ist einfach so. Deswegen, da können Sie leider nichts dran machen, glaube ich. Also ich fühle mich ganz wohl in Eutin. Ich finde das ganz schön hier. Bin seit anderthalb Jahren zugezogen. Was ich mir wünsche, das Erste, was mir einfällt, ist, dass man noch sicherer Fahrrad fahren kann und dass mehr Busse fahren. Weil also auch gerade jetzt sind wir wieder mit dem Wagen gekommen zum Markt. Ich bin super gerne auf dem Markt hier. Und dann sehe ich den Parkplatz und dann fahre ich selber auch mit dem Wagen. Das finde ich doof. Ich möchte viel lieber gute, saubere Radwege haben, sicheres fahren können und mehr Busse fahren haben. Das wäre schön. Die sind auf einem guten Weg, denke ich mal. Die sind auf einem guten Weg und die sollen mal das Geld zusammenhalten und dann geht das auch wieder nach vorne. Und Hauptsache die Schulen, ne? Ist ganz wichtig. Ich bin so ganz zufrieden mit der Stadt. Der Marktplatz ist sehr schön geworden. Es wird gut angenommen. Dass die Gäste weiterkommen im Sommer, dass sie das Schloss besichtigen, dass sie sich die Stadt angucken. Also ansonsten kann ich nichts sagen. Also ich bin sehr zufrieden mit der Stadt.